Hättest denn du vielleicht für unsere Zuhörer und unsere Zuseher eine Übung für den Kiefer oder für das Becken, um dieses besser wahrzunehmen und auch zu entspannen? Wir können gerne eine ganz einfache Übung sogar machen. Wenn ihr mitmachen wollt, das wäre das Einfachste. Ihr hört eh meine Stimme weiterhin. Versucht einmal das mit geschlossenen Augen sogar zu erreichen. Das heißt, die Augen zu schließen. Und jetzt fangen wir sogar mit dem Auge selber mal an. Spür mal das Auge im Gesicht. Und da wirst du vielleicht sehr schnell merken, das Auge ist oft überstrapaziert. Ist oft sehr, sehr in der Kraft der Muskulatur. Wenn du jetzt nur diese Muskeln wahrnimmst rund um die Augen, versuch einmal, dass diese Muskeln bildlich gesehen schmelzen dürfen. Das heißt, der Muskel darf rund ums Auge, wie so ein Kreis rund ums Auge, ganz, ganz weich werden. Und dadurch wirst du vielleicht da spüren oder, wenn es dir hilft, visualisieren können, das Auge kriegt mehr Platz, mehr Raum. Und jetzt kommt wirklich am Anfang eine reine Visualisierung. Man spürt aber dann auch was dabei. Lass diese Augen, so frei wie sie sind, nach innen in den Kopf wandern. Schau den Augen sogar dabei zu, wie sie nach innen wandern, wie sie wandern Richtung Hinterkopf. Und vielleicht kannst du sogar vorstellen, dass sich die Augen da an der Innenseite des Hinterkopfes hineinlegen. Und da kann man ganz oft alleine dadurch wahrnehmen, jetzt kriegt der Hinterkopf schon alleine mehr Bedeutung. Der bleibt hinten, so wie er Hinterkopf heißt, er wird weiter, er wird oft runder. Und wenn du jetzt spürst, hast ganz schnell mehr Bezug, mehr zum Nacken. Und am Weg zum Nacken befindet sich ja der hintere Bereich dann vom Kiefer, den man spüren kann. Und wenn du da jetzt auf die hintersten Zähne einmal achtest in diesem Zustand, auch die visualisiere einmal. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, was ich sage, aber versuche einmal wirklich nur zu visualisieren, durch den inneren Blick zu spüren, wo du glaubst, dass deine hintersten Zähne sind. Das sind nämlich komischerweise nicht immer wirklich Zähne, also gar nicht nachtasten mit der Zunge. Das innere Auge gibt da oft ein völlig neues Fantasiebild. Das ist durch die Kieferknochen bedingt. Also wirklich einfach, wo du das Gefühl hast, da habe ich ein Gefühl, da ist mein hinterster Zahn oben und auch unten und das auf beiden Seiten. Und wenn du das so im Bild hast, deine vier hinteren Zähne, lass bitte Platz zwischen dem oberen und unteren Zahn. Das heißt, du stellst dir vor, da ist wirklich Raum dazwischen, ein freier Raum. Das machst du natürlich auch aktiv dann, dass der wirklich vorhanden ist. Du wirst vielleicht auch merken, dass sich jetzt die Atmung vertieft verändert. Und so einfach als Plus noch dazu, wenn du da jetzt diesen Zustand hast, spür einfach ganz bewusst einmal, wie dein Becken am Sessel sitzt, wie das Becken den Sessel berührt. Und das ist jetzt eine Gleichzeitigkeit, die wir eben brauchen. Die Augen nach hinten, dazu diese freien hintersten Zähne und das Berühren deines Beckens zum Sessel. Und du wirst sicher sehr bald merken, dass du brauchst gar nicht so viel mehr tun. Die Muskeln freier werden, einfach mehr Platz fürs Kiefer, für den Nacken entsteht. Und jetzt ist dann die hohe Kunst, wenn wir das öfter üben, in dem Zustand zu bleiben, wenn auch die Augen geöffnet sind. Und in diesem Zustand erstens hat man mehr innere Ruhe, ganz ein anderer Zustand in jedem Gespräch und wir bewegen automatisch das Kiefer einfach mehr, wenn wir diese Trilogie schaffen. Ja. Also ich habe das jetzt wirklich gespürt, ja. Also diese Entspannung über die Augen und über die Zähne. Also wirklich der Kiefer wird total schwer und man spürt sich richtig bis nach unten. Toll. Schön, super, Dankeschön. sehr gerne. Ja. Ja, wenn Ihnen diese Übung gefallen hat, wenn Ihnen unser Video gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und ja, vielen Dank fürs Dabeisein, für Ihre Zeit und wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Take care fürs Mal. Bye bye. Schönen Tag noch.